Sie warten, die Scheiben. Also nochmal das Gewehr festziehen und überprüfen, bevor es abgeht in der tschechischen Arena von Novi Mesto. Ich glaube, die Zuschauer, die werden hier sicherlich die Wolken wegschreien, so wie das momentan hier aussieht. Zumindest haben sie die Tribünen großflächig aufgebaut und ich bin schon gespannt, was das hier für ein Hexenkessel wird. Beim Training kann man nur erahnen, was ab heute hier in dem kleinen böhmischen Dorf Novi Mesto passieren wird. Biathlon ist in Tschechien noch beliebter als in Deutschland. Die Vysočina Arena ist gerüstet für den Ansturm. Gabriela Sokolova. Seit die Gesamtweltcup-Siegerin Gabriela Sokolova durch ihre Erfolge zum Liebling des Landes wurde, genießt Biathlon einen völlig neuen Stellenwert. 120.000 Menschen werden an diesem Wochenende erwartet. Ja, ich kenne das Stadion noch hier ohne Biathlon-Skistand und mit grüner Wiese und vielleicht zwei, drei Leute am Rand. Aber es ist schon gewaltig, wenn man so die letzten 10, 12 Jahre sieht, was da gewachsen ist. Die deutschen Herren zeigen sich schon jetzt beeindruckt. Und natürlich macht es vor so einer Kulisse noch mehr Spaß, Erfolge zu feiern. Die bisherige Saison läuft ordentlich. Und das soll sich in Tschechien nicht ändern. Gut drauf natürlich. Hey, gut drauf. Benny Doll, top drauf. Simon Schemm, top drauf. Arne Pfeiffer, wieder genesen. Und dann die zwei Frischlinge, Matthias Dorfer, Matthias Büschel, die werden definitiv auch zeigen, was sie können. Ob die Form reicht, auch mal den Seriensieger Martin Foucault zu schlagen, wird sich herausstellen, wenn es losgeht im Hexenkessel von Novi Mesto.